Willkommen zu einem neuen Video. In dem Video, wie du schon siehst, geht es wieder um Schwingungen und Wellen, und zwar um die Frequenz- und Periodendauer. Und wir gucken uns jetzt an eine Klausuraufgabe dazu. Viel Spaß! So, wir machen jetzt kurz und knackig eine kleine Klausuraufgabe. Das kommt häufig mal im Praktikum vor oder in Physikklausuren oder in der Praktikumsklausur dann, dass man eine Wechselspannung hat. Das heißt hier eine Spannung und die wechselt immer von plus, minus, plus, minus hin und her. Also wie auch was aus der Steckdose bei dir zu Hause kommt. Eine Wechselspannung. So, und wir haben jetzt hier die Frage, wie groß sind die Frequenz F und die Periodendauer T in folgender Abbildung? So, und jetzt haben wir hier gegeben eine harmonische Schwingung, immer gleich. Das heißt, die Amplitude ist auch immer gleich. Und wir kennen, hier ist 0 Sekunden, hier ist der Start. Und die Schwingung verläuft bis hierhin und das dauert 3 Sekunden. So, und die Periodendauer, das war ja die von hier, Wellenberg zu Wellenberg, Wellental zu Wellental, beziehungsweise eine komplette Schwingung. Also wenn du das Video gesehen hast, dann weißt du, dass das von rechts nach rechts ist oder von links nach links. Oder wir können auch sagen, von hier nach hier, das ist eine komplette Periodendauer. Ab dann wiederholt sich das Ganze nämlich. Also ein Wellenberg, ein Wellental. Das hier ist die Periodendauer T. So, und wir wissen, dass das hier ja alles gleich ist. Also hier jeweils eine Sekunde muss das ja dann sein. Eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Also können wir schon mal sagen, Periodendauer ist 2 Sekunden. So, jetzt brauchst du den Zusammenhang Frequenz-Periodendauer. Das ist einfach der Kehrwert. Frequenz war ja die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. So, und wir wissen, eine Schwingung dauert 2 Sekunden. Also haben wir 1 durch 2 Sekunden sind 0,5 1 durch Sekunde, und Frequenz wird ja meistens immer in Hertz angegeben. 1 durch Sekunde kannst du auch als Hertz schreiben. Das heißt, wir haben 0,5 Schwingungen pro Sekunde, weil in einer Sekunde ist das ja gerade mal hier und da haben wir erst eine halbe Schwingung. Eine ganze Schwingung ist eine Periodendauer. Deswegen sind wir hier erst bei 0,5 Schwingungen. Genau, das wär's zu Frequenz- und Periodendauer. Ich hoffe, du hast verstanden und kannst damit auch andere Aufgaben lösen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Falls du dazu noch Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao.